Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, am vergangenen ersten Adventssonntag hatte ich die Freude, die Kirche St. Ulrich der Pfarrei Erresing nach fast dreijährigen Sanierungsarbeiten zusammen mit der Gemeinde in einem festlichen Gottesdienst wieder zu eröffnen. Dominikus Zimmermann hat diese Kirche nach dem Bau der Wieskirche errichtet. Und es soll die einzige Dorfkirche sein, der sich der Landsberger Baumeister gewidmet hat. Und auch bei der Errichtung dieses geistlichen Festsaals, wie ihn Wikipedia beschreibt, ist Zimmermann seinem Ruf als Architekt des Lichtes treu geblieben. Er hat es mit seiner Kunst geschafft, das Licht zum Durchbruch zu bringen, ihm den erforderlichen Raum zu geben und die notwendige Projektionsfläche zu bieten. Am Bildnis der Madonna über dem Hochaltar wird das gut sichtbar. Mit einer einfachen Holzverschalung wird das von oben einfallende Licht so gesteuert, dass es zur früher üblichen morgendlichen Frühmesse den Strahlenkranz der Mutter Gottes aufleuchten ließ. Das ist doch eigentlich interessant. Den Strahlenkranz lässt er aufleuchten. Nicht einmal das Bildnis der Gottesmutter zuerst. Ganz unabhängig von der Jahreszeit könnten wir darum sagen, dass Dominikus Zimmermann nicht nur ein Architekt des Lichtes, sondern ein geradezu weihnachtlicher Architekt ist. Und nicht weniger als am ersten Adventssonntag in Erresing drängt es sich mir darum regelrecht auf, auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aufzufordern, werden auch Sie solche Architekten des Lichtes? Wer auch immer Sie sind, werden Sie zu weihnachtlichen Architekten. Lassen Sie das Licht, das uns von oben gekommen ist, zum Durchbruch kommen. Geben Sie ihm den erforderlichen Raum und schaffen Sie ihm in allem Ihrem Reden und Handeln die notwendigen Projektionsflächen. Unzählige Gelegenheiten bietet uns dafür der Alltag, Architekten des Lichtes zu sein. Zahllose Dunkelheiten und Finsternisse in unser aller Leben lechzen geradezu danach, das Licht zum Durchbruch kommen zu lassen. Vielfältige Projektionsflächen bieten sich an. Sie wissen schon, dass ich damit keine spektakulären Aktionen meinte. Aber jeder von uns ist dazu in der Lage, dabei mitzuhelfen, dass etwas mehr Licht, mehr Liebe und Freude gerade in unseren Tagen in das Leben der Menschen kommen, der Nahen ebenso wie der Fernen. Allem Anschein entgegen ist nämlich Weihnachten keineswegs das höchste Fest des Kirchenjahres. Aber Weihnachten vertieft in uns die Gewissheit, dass Gott in Jesus Christus schon in unsere Geschichte eingetreten ist, dass uns das, wie es in der Gebetssprache der Kirche heißt, aufstrahlende Licht aus der Höhe schon besucht hat, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, tiefe Freude und große Dankbarkeit für diese Gewissheit und vor allem den Frieden, der nur von Gott kommen kann, wünsche ich Ihnen zum diesjährigen Weihnachtsfest von ganzem Herzen.